Da geht's aber besser lang. Machen wir hier hinten gleich noch eins weiter, deswegen, weil man muss ja irgendwie hinabsteigen können. So. Ach, da sieht's gut aus. Da hinten habe ich schon aus dem Augenwinkel, habe ich da was hüpfen gesehen? Bin ich sicher. Nee, habe ich nicht. Das war einfach nur Lichtbug. So. Fackel, erstmal klatschen wir einfach hier so ran, damit hier auch alles schön erleuchtet ist. Und dann können wir die Kohle ja eigentlich mal mitnehmen. Weil, wieso auch nicht, wir haben jetzt gerade nicht so sonderlich viele Kohle. Bin ich übrigens echt nicht gewöhnt. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass dieser Plink-Sound von den XP nicht ab und zu mal rein dröhnt. Das ist komisch. Weil seit den neuesten Updates und sowas kriegt man bei XP von Kohle und so, naja. Das ist schon merkwürdig. Habe ich auch vor kurzem in der letzten Aufnahme drüber gesprochen. Nimm doch mal die Kohle mit, du Oller, alter Hans. Ach nee, du guckst natürlich erstmal, ob alles sicher ist. Ja, ist. Stimmt, das sollte man immer machen. Einfach mal ein bisschen umgucken, dass man nicht von hinten explodiert wird. Das wäre unschön. So, und damit sind wir hier gerade in unserer ersten Höhenerkundung. Und ich bin, ehrlich gesagt, bin ich selber jetzt als Nachsynchronisierer doch ein bisschen, ja, aufgeregt schon. Deswegen, weil ich gar nicht mehr weiß, was wir genau alles gefunden haben. Da knackt es gerade fröhlich mein Stuhl. So, dann meinen wir hier mal jetzt ganze Kohle ab. Schnell und leise und heimlich. Immer dabei darauf achten, dass niemand hinter einem kommt und einen zwischendurch explodiert. Das wäre nicht so schön. So, weg damit. Und der hier auch. Symmetrie. Kennt man ja. Und da oben ist ganz schön dunkel. Ich packe hier mal eben, damit man hier besser reinkommt und rauskommt aus der Tür. Klotzen. Und hier gleich auch noch. Eigentlich könnte man hier unten sowieso alles mit Klötzen zuhauen. Deswegen, weil das sieht hier, das sieht sowieso viel schöner aus. Da hat man ja so einen einheitlichen Abstieg. So muss dann nicht jedes Mal sich auf die Schnauze packen. So. Doch schön aus. Malerisch. Malerisch. So, hier erstmal irgendwo eine Fackel hin, weil ich sehe gerade gar nichts. Oh, jetzt sehe ich schon mehr. Da hinten scheint es eher nicht so weit zu gehen. Sieht aber doch ganz gut eigentlich noch aus, weil wir jetzt hier schon einige Sachen ausleuchten mussten. Und da höre ich sogar einen Zombie. Ja, da wollte ich gerade crouchen. Hallo Zombie? Zombie? Ja, da steppt der auf dem Dirt rum. Ist ja ganz schön dreist von dem. Wieder aus dem Crouchen raus. Und ich gehe mal Third Person, das ist ja nicht so toll. So, und jetzt wollen wir doch mal irgendwie uns da rantasten. Von der Seite hier. Sonst gibt es gleich wieder aufs Maul, das kennt man ja. Die Viecher sind da sehr ungestüm. Wenn man denen da ein bisschen kurz mal quer kommt. Oh, da hinten geht's ja auch lang. Hab ich gar nicht gesehen. Also erstmal hier eine Fackel irgendwo hin. Da so. Oh, da sind dann die Zombies. Ah. Heilige Scheiße. Aber die können uns jetzt gerade mal nichts tun. Der eine hat sich da ein bisschen festgelegt. Oh, ich sehe da oben Eisen. Hallo Zombie. Gut. Pfeil im Bauch. Naja. Zumindest auch schön, wie die im Mittelalter da mit Pfeilen sich gegenseitig. Das ist ja. Nee, da möchte man gar nicht dran denken. Der Vergleich hinkt ein bisschen. Hier mit so einem Zombie, der spürt ja keinen Schmerz. Der tut ja nur so, als ob. Der schreit mal so aus Spaß ein bisschen. So, packen wir erstmal eine Fackel hin, damit nichts von hinten kommt. Oder hier spawnt oder so. Aber die Höhle geht immer weiter. Das finde ich schön. Also ich muss jetzt nicht damit rechnen, dass wir hier von hinten sofort eine weggewischt bekommen. Ich habe da gerade mal diese Mauer hingepflanzt. Eigentlich vollkommen sinnlos. Weil da konnte jetzt sowieso nichts kommen. Aber man ist ja trotzdem vorsichtig. So, ist da was? Kommt da was? Also erstmal die Feder da oben müssen wir natürlich holen. Ich habe wahrscheinlich auch gerade wieder Eisen übersehen. Darf man auch keinem sagen. Geht's da oben noch weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Packen wir nur eine Fackel hin, damit da nichts ankommt. Auf flauschigen grünen Creeper-Füßen. Oh! Wieso stirbt da gerade ein Zombie? Ist der gerade irgendwo runtergefallen? Oh, Abgrund! Oh! Das geht ja weit runter. Ich sehe da Lava unten, oder? Da ist Lava. Leute, ich glaube, wir haben Lava gefunden. Wo Lava ist, da sind Diamanten nicht weit. Hallo Zombie, na? Hallo, voll auf die Glatze. So. Das war's dann wohl mit dem. Wieso hampelst du da so rum? Ja, da unten sieht so aus, als wäre da Licht. Ah, Creeper. Huhuhu. Können wir den. Also erstmal können wir eine Fackel platzieren. Das wäre nicht so schlecht. Na, Fackel platzieren. Super. Können wir den Creeper eigentlich mit dem Bogen? Wäre jetzt mal ganz interessant, aber das machen wir sicher nicht. Weil uns die Pfeile zu schade sind. Nee, gut, erstmal eine Fackel hier irgendwo hinklatschen. Das war unsere letzte. Jetzt kann man wieder ins Inventar und Fackeln craften.
Wir haben genug Stickies, du brauchst keine zu machen. Ja, danke sehr. Hör doch mal auf mich. Mann. Der Creeper ist, glaube ich, weg. Da schwimmt er da im Wasser. Also ich höre immer nur Zombies, aber Creeper hört man sowieso nicht. Hätte ich das Eisen doch durchaus mitnehmen sollen. Mann. Oh, das Lava, Leute. Und das Eisen. Eisen. Hui, hui. So, jetzt sind wir hier. Ah, Zombie. Bin ich gerade beinahe runtergefallen? Ach, da ist die Lava. Da ist die Lava. Da ist der Zombie. Oh, der schwimmt der den Wasserfall hoch? Ich glaub's ja nicht. Heilige Scheiße. Geht der hier schon richtig ab? Oh, Redstone. Oh, ja, Redstone-Erz. Interessant, da ist gerade ein Zombie in der Lava krepiert. Okay. Jetzt ganz leise, damit es der Zombie nicht hört. Ist da was? Da geht's nur nach oben, okay. Hoffentlich fällt mir gerade nichts auf die Schnauze. Hilfe! Gut, ich glaube, ich baue hier eben mal irgendwas zu. Also ich baue mich da vor allem erstmal rauf. Erstmal komme ich hier irgendwie dann hoch und zweitens kann uns dann weniger sehr oft was auf die Schnauze fallen, wenn wir da oben mal aus der Petrouille geholt haben, indem wir mal so ausleuchten. So, und jetzt mal hier wieder ein Dingensen, ein Koppel hin. Dann können wir uns auch gleich mal das Eisenerz aus der Wand friebeln. So, her damit. Und 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 mit dir auch. Wir machen hier keine Gefangenen. Alles weg. So, und jetzt, Koppel. Da hin an die Wand. So. Jetzt geht's da oben weiter. Oh Mann, ist das alles immer hoch. Schrecklich. Ich glaube, wir graben uns jetzt hier einfach in die Wand rein. Auch wenn es schön wäre, hier so ein Stairway nach oben direkt zu haben. Das wäre zu toll, aber das ist mal ein bisschen unpraktisch. So. Können wir hier wieder an die Wand zimmern. Und da können wir wieder alles wegklöppeln. So. Oh, Eisen. Ha, da ist wieder Eisen. Super. Können wir unsere Vorräte gleich ein bisschen aufstocken. Da ist nix okay. Gut, und dann dahin, da, na, jetzt kommt da und da. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Podest mal zwischendurch. Ist auch nicht schlecht. Und da kommen wir da auch hoch. Superst. Superst. Sehe ich da irgendwas? Da oben? Da? Hallo? Hallo, ich bin mal zu Hause. Hallo? Na? Nee, da ist, glaube ich, keiner. Nee, gut. Das Eisen lassen wir erstmal vorerst drin, weil ich Angst habe, dass mir jetzt jemand hier von oben ins Gesicht hopst, mir auf der Nase rumtanzt, das mag ich gar nicht. Ich mag Leute, die auf der Nase rumtanzen, die mag ich gar nicht. Das kann gar nicht angehen. Da hinten ist wieder Eisen. Und ich sehe schon, das scheint hier jetzt erstmal relativ gut zu sein. Ich packe mir gerade mal die Fackeln auf einen anderen Hotbar. Und die Steinspitzhacke und das Schwert mache ich mal nach vorne. Der Bogen kann ja weiter hinten bleiben, ruhig. So, nehmen wir mal ein Schwert in die Hand. Jetzt. Fortschön. Kommt da auch niemand? Ne, da kommt keiner. Okay. Ist da wer? Ich glaube, da unten sind wir nachhergekommen. Zumindest stark danach aus, weil er schon beleuchtet ist. Ja, da sind wir ja schon gewesen. Gut. Hier erstmal das Eisen aus dem Boden rupfen. Da müssen wir uns gleich noch um die Etage da drüber kümmern, weil da ging es ja auch noch weiter. Mann, ist immer alles groß. So, und das Eisen da raus und da raus und da raus. Na, super. Dann haben wir jetzt schon einiges an Eisen wieder zusammengesammelt. Also für eine Eisenrüstung soll das doch demnächst mal reichen. Oh, das ist jetzt aber Alone in Town. Ja, alles eindeutig, nicht alles, also nicht Alice. Alice habe ich auch drin, aber das ist jetzt gerade alles eindeutig aus Silent Hill. Und das ist jetzt gerade eindeutigst Alone in Town. Mann, das ist der einzige Trackname, den ich mir merken konnte. So, dann können wir uns jetzt ja hier wieder getrost weiterarbeiten. Diesmal graben wir uns hier aber einfach in die Wand. Also jetzt nicht so ein Theater machen, so ein Aufstand. Vor allem, wenn man hier sich so frei auf dem offenen Terrain befindet, dann kann es doch durchaus öfters mal vorkommen, dass einfach von oben noch was runterfällt. So ein Kackihäufchen oder so. Jetzt hier erstmal den Stein, der einem die Sicht versperrt, wegnehmen. Fackel hin. Und ist da wer? Ich sehe es nicht. Nee. Ich
höre auch nichts, insofern wird da schon nichts sein. Da wird gerade gespeichert, was mich sehr freut. Jetzt mache ich mal den Ton gerade eben leiser. Was mir gerade so laut auf meinem Ohr war. Obwohl ich das jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen kann. Jetzt war... Ja, jetzt ist wieder gut. Jetzt habe ich den Ton ein bisschen wieder hochgedreht. Das geht schon. So, da hinten ist Kohle. Und jetzt überlege ich gerade, kann man da jetzt einfach rüber? Also erstmal kommt der Stein hier oben über mir weg. Okay, da oben sieht es aber ziemlich leer aus. Was ich sagen darf, Prinzessin Lea. Vielleicht geht es jetzt noch über uns sozusagen weiter, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sieht, glaube ich, eher nach so einem, ja, so einem Rattenloch aus. Scheint nicht wirklich was drin zu sein. So. Ach, da ist die Spitzhacke auf einmal weg. Gehen wir mal kurz irgendwo anders hin, denke ich. Damit hier nicht uns irgendwas auf die Nase fällt. So, Spitzhacke her. Und da oben ist... Nee, da ist gar nichts. Ach ja, gut. Können wir eine publike Fackel an die Wand klatschen und dann war es das ja auch schon. Nehmen wir hier die Kohle mit, hat sich ja voll gelohnt. Na gut. Konnte ich ein bisschen Spannung noch raushauen. Ha. So, Kohle mit und die Kohle nehme ich auch mit. Weil wir haben ja noch nicht so viel Kohle. Da muss man sich ja schon mal um so ein bisschen Kohle scheren. Ist ja gerade unsere erste Höhlenerkundungstour. Möchte ich nochmal dran erinnern. Wir hatten bis jetzt noch gar nichts dergleichen. So. Hat die Musik gerade ausgesetzt. Merkt man schon, die Spannung geht gleich wieder runter. Wenn einem da die Musik fehlt, dann fehlt einem wirklich auch da das Ganze drumherum. Das wäre auch so schön, gäbe es in Minecraft mit Musik. Das fände ich echt toll. Aber auch so richtig schön passende, dass dann in der Höhle wirklich einfach mal Höhlenmusik spielt und in der Oberwelt einfach so Tum-di-dum-di-dai-Musik. Oder nachts einfach so richtig schön anschauliche. Da geistert mir immer im Kopf herum Loom. Die war ja so super, die Musik. Die verwende ich auch sehr gerne nachts. Auch so hier bei den Survival Games, da mache ich ja oft auch so Musik hinter. Oh, da hinten ist ein Loch an der Wand. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da müssen wir auch mal rein. Hier nehme ich erstmal das Eisen mit. Habe ich jetzt doch noch gesehen. Schön. Und dann müssen wir mal da drüben gucken, was das da für ein Loch in der Wand ist. Das würde mich interessieren. Weil wieder in eine andere Höhle kommen? Wäre schon toll. Hat das da gerade die Höhlenplaylist aufgehört? Ich bin entsetzt. Muss ich wohl gleich nochmal intervenieren, wenn da nichts kommt. Ach nee, doch, da kommt was. Ach ja, super. 4? Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade 4. Hostage Situation? Ich glaube schon. Situation? Ja, klar. Oder irgendwas in der Richtung. So, mach ich mal gerade eben wieder. Was mache ich gerade eben mal wieder? Mache ich gerade eben mal gar nichts. Ist auch nett. Ist immer schlimm, wenn man sich die ganze Zeit versucht, zwanghaft dran zu erinnern, was man da gerade machen wollte. Lauter, oder? Oder leiser? Ich weiß gerade gar nicht. Naja, gut. Erstmal Knarz. Das hier alles mitnehmen und dahinter ist hoffentlich dann vielleicht auch noch was. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man irgendwo sich so richtig durch so ein Flöz gräbt, so ein Kohleflöz, dann findet man ja ganz oft dahinter auch noch irgendwie eine Höhle oder noch mehr Eisen oder noch mehr Kohle oder so. Am besten, dass man gleich zwei Flöze findet. Das ist auch ein ziemlich großes Flöz hier gerade. Erstmal hier Fackel hin, damit es hier nicht so dunkel ist. So, aber hier hinter scheint erstmal nichts zu sein. Schade eigentlich. Sich hier schon so weit reingegraben hat. Denkt man immer, man könnte noch irgendwas finden. So, übrigens jetzt nicht wundern, dass ich die ganze Zeit hier so einen auf Spannung mache. Das gehört natürlich irgendwie dazu. Dann ist noch ein Kohleflöz. Sieht beinahe nach aus. Vielleicht zwei Flöze nebeneinander oder was? Oder auch nicht. Das war jetzt gerade einfach nur so ein Ausläufer. Auch schön. Naja, gut. Haben wir wenigstens ein bisschen, auch schon ein bisschen Kohle mitgenommen. Das freut mich ja. Da oben in der Decke klebt auch noch was. Holen wir auch nochmal raus. Popeln wir eben auch nochmal aus den Ritzen da. Nicht falsch verstehen. Das war jetzt gerade wieder... nee. Hallo? Ach ja, da waren wir schon mehrmals. Gut, hier ist erstmal wieder Eisen. Und da drunten ist Lava. Ich möchte da nicht runterfallen. So, nehmen wir das Eisen hier drüben auch noch mit. Ich weiß gar nicht, wieso ich crouche. Nicht so viel Selbstvertrauen. So, hallo? Au, 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 au! Ah! Scheiße! Weg hier, weg hier, weg hier! Boah! Hat uns da der Creeper doch einfach mal die Hose weggesprengt?
Also die Hose ist zum Glück noch da, aber den Hosenboden sozusagen aufgesprengt. Obwohl, das war ich ja selber. Meine Güte, wir haben einen Diamanten gesehen. Wir haben einen Diamanten gesehen. Wir haben einen Diamanten gesehen. Wir haben unseren ersten, unseren allerersten Diamanten gesehen. Gold. Auch schön. Diamant. Ah, zwei Diamanten. Zwei Diamanten. Zwei Diamanten. Oh, zwei Diamanten. Ha, Leute, wir haben zwei Diamanten gefunden. Gleich in einer Höhle, direkt nebeneinander. In der ersten Höhlenerkundungstour. Boah, die Musik macht mich gerade richtig paranoid. Der Creeper, meine Güte. Kam der einfach von hinten an und hat uns da... Wollte er uns da in die Lava kicken? Mist, Kerl, ich mache hier erstmal kurz den Weg sicher. Wo richtig sicher ist, ist immer noch nicht. Nehmen wir die Kohle damit. Ich nehme den Diamanten jetzt natürlich extra nicht mit. Dass ihr euch noch richtig aufregen könnt. Wieso nimmt der Idiot den Diamanten da nicht mit? Ja, weil ich nicht die Lust habe, dass ich jetzt gleich von irgendeinem Viech... Oh, das war brenzlig. In die Lava geschubst zu werden. Und der Diamant geht uns dann auch gleich flöten. Kohle. Noch mehr Kohle. Bis zum Abwinken. Kohle bis zum Abwinken. Überall Kohle. Schon fast eine kleine Seuche. Ich hatte jetzt gar nicht den... Au, Eisen! Ich hatte jetzt gar nicht den Eindruck, dass wir uns schon auf so einer Ebene befinden, wo man Diamanten finden könnte. Aber ganz offensichtlich... Haben wir uns ja relativ genug in die Erde gegraben. Ist ja interessant. Das finde ich ja schön. Also hier erstmal Kohle weg. Und das Eisen, was da unten rum, da kommen wir uns natürlich auch gleich nochmal. Die Kohle. Ich habe Angst. Schnell das Eisen holen. So. Ist da was? Ist da wer? Nee, das scheint nichts zu sein. Das Wasser da unten fließt ja schon ganz schön erbärmlich in der Gegend rum. Hier ist auch nichts weiter? Nee. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal die Höhle weitestgehend gesichert, weil ich weiß nicht, wo jetzt noch was herkommen könnte, weil zu allen Seiten ist Lava. Wir haben alles ausgeleuchtet. Und von oben könnte auch nichts mehr kommen. Ich grabe hier jetzt erstmal so ein bisschen um diesen Teil hier herum, damit ich das alles hier mal ein bisschen übersichtlicher kriege. Oh, da ist gerade die Spitzhacke flöten gegangen. Hallo, Spitzhacke. Na, komm auf die Hotbar. Jetzt streng dich nicht an. Da, so, also jetzt da, super. So, nehmen wir uns jetzt den ganzen Kram hier mit und ich habe irgendwie immer die Angewohnheit, meine Blöcke, auf denen ich Torches zu stehen habe, auch wenn es jetzt Diamantblöcke sein mögen oder sonst was, nicht abzubauen, weil ich irgendwie zu faul bin, die Torches nochmal zu platzieren. So, wir machen jetzt hier erstmal nochmal eine Wand rein, um uns hier so eine kleine unterirdische Basis jetzt einzubauen, neben unserem ersten Diamanten, damit wir den dann auch direkt in Truhe kriegen, den dann ganz sicher irgendwo verstauen können. Die Musik. Ah. So, hier alles rein. Das Wasser ist jetzt gerade sehr ungünstig hier am Laufen. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen verwinkelten Durchgang. Einfach damit man hier so eine Creeper-Barriere drin hat. Damit hier nicht sofort die Kiste in die Luft gejagt wird. Das war gerade dämlich, aber egal. Da können wir ja unten in eine Truhe oder sowas rein... Ne, nicht eine Truhe. Eine Workbench und einen Ofen oder sowas rein zimmern. So, ich frühstücke hier mal das Wasser weg. Aber ich lasse es erstmal da, deswegen, weil man weiß nie, wenn man mal Wasser in der Höhle braucht mit Lava. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal da oben in so einem Behältnis sich ergießen. So, jetzt da. Hallo, darüber. Ah, super Jumping Skills, muss ich schon sagen. Bin ich der Oberpro drin. Ah, geschafft. Hey. So, und jetzt müssen wir da ein. Also da müssen wir auch einen hin. Da müssen wir einen hin. Da müssen wir. Da müssen wir einen hin. Da und jetzt daneben auch nochmal. Jetzt können wir da unten versielen, nicht wahr? Ja, genau. Da fließt uns das Wasser hier nicht mehr um die Ohren. Wir haben hier so einen schönen kleinen... Ja, so ein schönes kleines Ding. Können wir gleich als Deckel mit benutzen. So. Weg mit der Kohle. Und den Boden hier machen wir auch direkt mal weg. Ein bisschen mehr Platz nach unten hin. Ich weiß, das sieht jetzt eher unschön aus, aber... Naja. Ist halt ein Provisorium. So. Da, da der Diamant. Oh, der Diamant. Da jetzt über erstmal Steine hin. Wir so ein kleines, wirklich unterirdisches kleines Gebäude haben. Die Decke können wir gleich auch nochmal auskleiden. Ja, ich weiß, das ist Diamant. Mann, verdammt. Ich muss mich hier zusätzlich kürrig machen hier. So, ziehen wir mal die Decke zu. Dann können wir uns hier unten auch ein Bett hinklatschen. Das wäre auch super. So, da auch. Nee, das war falsch. Mann, diese ungenaue Steuerung. Also dahin und
dahin und dahin. Jetzt können wir gleich noch da eins hinklatschen.